So, herzlich willkommen, Freunde, zurück bei Let's Play Halo 5 Guardians. Und wir sind endlich mal wieder mit dem Blue Team unterwegs. Kelly, Linda und Fred, Chief. Hier. Wir sind schon vor. Und wir sind natürlich der Chief. Und Cortana hat komische Dinge vor. Aber wir sollen sie jetzt treffen, also machen wir uns mal auf den Weg. Vielleicht gibt es ein paar Erklärungen. Oder wir können sie aufhalten. I hope so. Am besten überreden, dass sie aufhört. Und dann können wir alle wieder Freunde sein. So wie in the good old days, man. Wow. When Cortana first found Genesis, I swore to protect her. He wants a fight, Blue Team. Let's give him one. My pledge stands, even though she now resists. So, fühlt sich irgendwie besser an als Master Chief, ich weiß auch nicht. Und die Musik, herrlich. Herrlich, herrlich. So, das geht ja gut. Oh, Warden. It's not the time to stress out, man. It's time to relax. Das war ja auch lustig, weil viele hatten ja so Smart Scope. Heißt es ja relativ viel Angst. Ich muss sagen, ich benutze es vor allem im Multiplayer kaum. Also klar, mit dem VR und so schon, ne? Logisch. Aber so jetzt mit dem AR oder so, nö. Ich finde es auch nicht so der Riesenvorteil. Also. Genau. Ich finde, wie gesagt, das AR ist eine geile Kampagnenwaffe. Kann man nicht anders sagen. Macht Bock. Gut, aber wir gehen wieder zurück zum Lightcraft, weil ohne John alle. Und die Musik ist gerade so traurig und melodramatisch und überhaupt. Nein, noch. Oh, sie engagen. Hatte der gerade ein Dings? Ein Incineration Cannon, das wäre ungut. Mal lieber kurz ein bisschen auf Range. Gucken erstmal auf das. Oh man, es sind zu viele auf einem Haufen. Was geht hier vor sich? Rechte Flanke vielleicht besser? Oh Gott, die Musik. Ich mag ja so Piano und dann Strings in the background. Das reicht schon. Ach, das erinnert mich auch gerade ein bisschen an den, Gott, an den Believe-Ad-Trailer von Halo 3. Herrlich. Das waren auch noch Zeiten, sag ich ja mal. Und Halo 5 macht auch sehr viel Spaß. Ja. Aber damals war der Hype noch so real. Das ist unglaublich. Aber gut, wenn Halo 6 angekündigt wird und der Trailer ganz gut ist, dann ist der Hype auch wieder real. Also, naja. Bin gespannt, nächste 3 vielleicht sogar schon, ja. Gut, da wird es erstmal mehr Infos zu Halo Wars 2 geben. Oh man, Halo Wars 2. Ah, also obwohl ich nicht so ein großer, ganz so großer Fan bin, wie jetzt zum Beispiel Ellie und Arvid, mich trotzdem. Trotzdem muss ich sagen, freue ich mich echt drauf. Allein wegen der Story und wieder geilen Cutscenes hoffentlich. Weil die Halo Wars Cutscenes und der Soundtrack und alles wird echt unterschätzt. Kampagne an sich ist, ja, cool. Aber halt vor allem die Cutscenes und die Story an sich auch cool. Mit der Schildwelt und so. Vor Ewigkeiten war auch mal so ein gewisses Koop-Ding hier auf diesem Kanal geplant von zwei Herren. Aber gut, das wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Zumindest nicht vor dem Zweier. Aber gut, bin echt gespannt, was sie auch daraus machen. Sind da die Entwickler von Total War? Ich meine, ob es so wird wie Halo Wars 1, oh Gott, oder ob es quasi auch einen etwas anderen Anspruch quasi hat, wie, ach komm, wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Oh, fuck, Kelly ist auch down. Oder ob es dann halt so ist wie Total War ein bisschen mehr. Dann ist wiederum die Frage, wird es auf Konsole funktionieren und so.
Viele Fragen. Bin gespannt. Cortana! Munition. Gott, diese Musik. Oh, herrlich. Cortana! Hey! Well done, John. Warden would never admit it, but you've made an impression on him. I hope so. Ist hier ein Knopf drin? Oh ne, bin jetzt gefahren. Ei. Das Herz von Genesis. The Mantle of Responsibility. It's so good to see you again, John. So oh, good ja. to see all of you. Back together. As a family. Ja. Psychological tactics. Saying my name. Playing nice. What would you have me do? Tell me the truth. How many people died when you called the Guardians here? Excuse me? You know, don't you? The exact body count. Oh Gott, das hat eine ganz bittere Note hier. Listen to his questions, Cortana. He will not be swayed. Let me guess, more hostiles inbound. We'll handle it. Oh ja, so ein paar Krabbler. Krabbler! Warum bin ich jetzt schon in der One-Shot? Fuck. Cortana argues for peace in the galaxy. Yet you humans answer her call with weapons fire. So, erstmal die da hinten weggeholt. So, jetzt können wir uns um die Crawler kümmern. So, wollen wir mal ein bisschen die Bolt-Shot benutzen. Besser, ja, nehmen wir mit. Diese ganzen Forerunner und ihre KIs und auch der Didakta, die haben alle so einen Hang zur krassen Dramatik. Das ist ja unglaublich. Ich meine, es würde mich halt nicht wundern, wenn sie Elizabethan Englisch sprechen würden, ja? Do thou speak. So. Es würde mich nicht wundern. Es wäre... Would make sense. Definitely. So, was gibt's hier? Jetzt gibt's noch wieder einen Super Saiyan. Komm. Hey, nur Krabbler. Krabbler. Du rennst bitte nicht weg. So hört sich das nicht, ja? Das ist nicht die feine englische Art. Ja, womit wir wieder bei Englisch, Britisch wären. So, was gibt's hier? Ein Eye-Traffic vielleicht? Ja. Very nice, sir. Good day, sir. Oh, ich hab da sowas vorbereitet. So. Hoppla. So sieht's nämlich aus, Freunde. Ach, das Ding ist noch gar nicht down. Aber jetzt, jetzt ist das Ding leider auch leer. Dann nehmen wir das geile Shot auf jeden Fall mit. So, das hier ist jetzt auch down. Very nice. Okay. Cortana's letting us happen. She could rein Warden in if she wanted to. I'm thinking the same. How are we gonna stop her, Chief? She'll listen to me. Das hoffe ich. Wir sind sonst all die Jahre gut geblieben. Cortana, talk to me. Once you're here with me. Alter Vater. Was geht hier vor sich? Alles ist blurry und. Oh. Gott.
Oh, no more Watcher. Will you help her to hold on to power? Or will you stand in defense of your own species? Also hauptsächlich meine eigene Spezies. Das ist nämlich so. Warum hat der sich so nah angeportet? Das ist nämlich der wahre Grund, ja. Alles geht. Oh, immer dieses Binary Rifle. Geht um die Menschheit, ja. So sieht's aus. Tut mir furchtbar leid. Naja, gut, um Eliten. Um Eliten hauptsächlich. Aber nur um Arbeiters Eliten. Die anderen, die sind so ein bisschen minder bemittelt. Habe ich das Gefühl. Also ich meine, soweit Eliten das überhaupt sein können, weil Eliten sind halt immer fesch, aber ja, wir wissen alle, was. What the problem is with those guys in the Covenant. You know? Sind so ein bisschen verblendet einfach, ja. Muss mal wieder zum Doktor gehen oder so. So. Bisschen geflankt, ja. Ja, bist du wohl. Du auch. So. Wo bist du denn her? Ah, du warst schon Low Blue Team. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Ist nicht irgendwo Light Rifle Money hier vielleicht? Hm, oh, oder auch nicht. Bam, spüre meinen letzten Light Rifle Schuss. Gut, dann nehmen wir doch mal lieber hier was mit. Oh. Das ist korrekt. Jetzt mach's nicht kaputt, ja? Mach's nicht kaputt. Ja, doch. We'll discuss it out. For eons, power of the Forerunners has awaited reclamation. Humanity's discovery of the Halos was the culmination of the Librarian's planning. The Reclaimer had come. I know. I was there. We were both there, John. You and I, together. Your species' ego led you to believe the task of reclamation would fall to you. Yet humanity were but the creators. The reclamation of the Forerunner Empire is the task of the created. Let the greatest of their number still trust you, 117, is an act of unspoiled innocence. John, what's happening now? My ascension here on Genesis. It has always been the plan. Come, stand with me one more time. All of you. Advance, Blue Team. Diese Musik. Wir sind gar nicht der Reclaimer, sondern KIs sind die Reclaimer. Nach der Überzeugung zumindest von Cortana und dem Warden noch. Is this a losing battle? Only if we intend on losing it. Nö. Wir gewinnen das schon. Hallo. Mein Name ist Chief und I came to kick ass and chew bubblegum. Oh fuck. Oh, ich hab letztes auch das. Ja, ja. Letztens Escape Plan gesehen. Mit Arnie und Sylvester Stallone. Auf Englisch. Und es ist so ridiculous. Weil Arnie zwischendurch auch so auf Deutsch flucht. Und es ist. Oh. Also, der Film an sich war so, ja, okay. Nicht unbedingt so super, aber. Naja. Back to Halo 5. So, wir werden jetzt mal unseren Weg zur Cortana fortsetzen. Und ich würde mal sagen. Warren hält jetzt mal seine Fresse, weil er mir langsam ziemlich auf den Sack geht, ja? Und der Soundtrack ist epic in diesem Level, es ist einfach göttlich. Ist das immer noch nicht down? Ah. Das ist so eine Abwandlung von 117 aus Halo 4 und das ist einfach das beste Theme aus dem ganzen Game gewesen.
Ach, das war episch. Das war der Star Wars Moment überhaupt, obwohl es in Halo war. Oh, jetzt geht's ab. Okay, jetzt müssen wir auch stürmen. Es geht nicht anders. Es ist too pumping. Too pumping. Ja. Okay. Let's go. Halo Classic. Oh my god. It's so driving. I don't care for snipers in the back. Oh Gott, ehrlich. That Soundtrack Action. Oh fuck, ich höre gut. Viel schlecht. So, kein Ding für den Chief. Wir holen sie alle. Hier holen sie alle. Ja, beim Halo 3 Let's Play oder Halo 2 könnt ihr sowas übrigens oft machen. Halo 1 auch. Das wird durchgehen so. Oh mein Gott! Best thing ever! Ja, brich zusammen, du! Oh, komm, Linda. Nicht aufgeben. Of course. Der Chief ist immer da. Ach, du auch noch da. Hey. Sag mal, ciao. Okay, auf geht's. Ah, das war gut. Das hat mir gefallen. Aber... bevor es weitergeht, muss ich euch leider nochmal enttäuschen. Das war ein sehr geiler Moment mit geilem Soundtrack und ein nicer Fight. Aber Cortana treffen wir erst beim nächsten Mal. Ja, Fred, ich weiß, es ist doof, aber es muss sein. Okay, soviel dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal mit Let's Play Halo 5 Guardians hier auf Sig Enterprises.